Hey, na, willkommen zurück zu einem weiteren Update-Video. Ich habe Blumen mitgebracht. Die sind überall, wirklich überall. Und ich zeige euch einfach mal, was ich mit der Spawninsel angestellt habe. Denn es gibt keine Spawninsel mehr. Wir sind auch nicht mehr im Skyblock unterwegs. Denn irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es nicht gefühlt. Das ist die offizielle Begründung und das offizielle Statement. Ich habe es nicht gefühlt, auf einer Skyblock-Map diese Items zu benutzen. Weil die sind zwar cool, aber viel davon hat auch was mit Movement zu tun. Also zum Beispiel der Drill, mit dem kann man sich jetzt zu Entities hintippen oder auch später zu Blöcken. Das wird noch ein bisschen cool, wie so eine Hookshot gemacht. Mit dem Dagger kann man sich ja irgendwo hinterher dashen nach seinem Projektil. Und wenn man den krass enchantet mit Power 5, kommt man damit wirklich weit. Ich will wieder diese fliegenden Boote haben und ich will auch irgendwie mit der Möglichkeit haben, mich von Insel zu schießen und so einen Kram zu machen. Und das macht irgendwie dann erst alles Sinn, wenn man sich diese ganzen Inseln gebaut hat. Vorausgesetzt, man baut sich die Inseln so, dass es irgendwie Spaß macht. Und ich glaube, da war einfach zu viel Wenn und zu viel Warten auf das Wenn, dass ich gesagt habe, okay, nee, ich glaube, ich gebe einfach noch ein bisschen mehr vor, indem ich die Welt einfach auch generiere. Und jetzt haben wir hier einen kleinen World Generator mit einem süßen Biom, das Gravity Grove Biom. Ich habe es noch nicht geschafft, mehrere Biome einzubauen. Das stürzt immer ab, warum auch immer. Aber das ist schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. Guter Start. Es ist super bewachsen. Ist alles vollgewuchert. Man kann ja auch alles abballern und kriegt dann lustigerweise auch direkt die Items raus. Ja, genau. Man kann jetzt hier quasi Survival zocken. Ist noch nicht wirklich ready, um Survival zu zocken. Aber ich habe auch ganz, ganz viele Dinge wieder weiter bearbeitet, um es eben irgendwann Survival ready zu machen. Zum einen kann man jetzt mit diesen Blöcke-Abbau-Dingen das so machen, dass die Items auch wirklich zu einem hinfliegen. Das heißt also, wenn ich jetzt Sachen abbaue, dann fliegen die nicht einfach irgendwo hin, sondern die fliegen zu mir. Das habe ich so gehasst in meinem ersten Playthrough, also ich Beta-teste das ja auch. Und ich konnte nicht ohne dieses Item hier leben, weil immer wenn Items wegfliegen, konnte ich sie mir halt so zurückziehen. Und anders ging das halt nicht, sonst hätte ich mich irgendwie mit dem Dagger hinterher schießen müssen. Und gerade in der Skyblock-Welt hat das eigentlich zu 99% meinen Tod geheißen, weil ich entweder halt irgendwie rüberspringe und versuche mich zu retten, dann irgendwie Fallschaden bekomme. Oder halt, ne, also mich von der Insel launche und das war auch nicht so cool. I don't know. On the side note, ich habe ja noch was in meine Hotbar gelassen, damit ich mich daran erinnere. Ich habe ein Datapack hochgeladen, wo ihr sehen könnt, was in euren Decorated Pots drin ist. Decorative, nicht decorated, ne? Pots, ja. Einfach drauf gucken und wenn ihr noch einen anderen nebendran habt, dann seht ihr, was da so drin ist. Und dann kann man so ein bisschen Überblick behalten. Könnt ihr euch einzeln als eigenständiges Datapack einfach von meiner Webseite runterladen. Also ein kleiner Nebeneinschub und ich werde auch demnächst wahrscheinlich mehr eigene Packs hochladen, aber dazu werde ich auch nochmal ein Video machen. Genau, Drill wird auch nochmal geupdatet, wie gesagt, das kommt auch noch dazu. Der Rod hat übrigens auch ein Update bekommen. Man kann, wenn man den jetzt sneakt, sieht man, dass der jetzt so ein bisschen, naja, gerade halt ist, wenn er allein ist. Und kostet weniger, während man ihn benutzt und ist jetzt Multiplayer-kompatibel. War es einfach nicht, also habe ich nicht mit gerechnet und irgendwie dann vergessen, dass der gar nicht Multiplayer-kompatibel ist. Jetzt hat jeder seinen eigenen Block. Achso, und man kann auch, wenn man in der Oberwelt ist und im Game-Mode nicht Adventure, kann man die Blöcke auch mitnehmen. Das heißt, ihr könnt momentan alles mitnehmen. Das ist auch wieder so ein Grund, warum es nicht wirklich Survival-friendly ist. Man kann einfach Diamanterze einpacken. Ich meine, es ist auch kein Problem. An sich kann man das ja machen. Ich weiß noch nicht, wie ich es balance. Eigentlich ist es kein Problem. Wir müssen uns ja nicht an Vanille orientieren. Müssen wir mal schauen. Des Weiteren habt ihr eventuell schon mitbekommen, dass man mir Sachen verzaubern kann. Unbreaking und so weiter stehen immer noch auf der Liste, dass die funktionieren. Wir haben noch ein neues Item, was man mit Sachen aus Vanilla kombinieren kann. Also wir kannten ja quasi schon Items mit Enchanted Books kombinieren. Wir haben jetzt den Bewitched Wand, der von einer Hexe droppt, kann jetzt statt mit Verzauberungen verbunden zu werden, mit Potions verbunden werden. Das heißt, ich kann zum Beispiel einen Levitation-Trank nehmen, kann den in meine Offhand packen und das dann über Kombination verbinden. Und jetzt habe ich diesen Trank da reingepackt. Das ist ziemlich cool. Jetzt habe ich nämlich mehrere Schüsse, um diesen Trank als Projektil zu schießen. Das heißt, ich habe jetzt eine Levitation Potion da reingepackt, kann quasi so eine kleine Area-Effekt-Cloud erstellen, da wo es halt spawnt. Und das Projektil, mit dem ich schieße, hat auch diesen Effekt. Das heißt also, ich kann dann auch damit wirklich Leute eben vergiften oder fliegen lassen oder Entities irgendwie, weiß ich nicht, nach oben schleudern oder so. Das ist ziemlich cool. Seht doch da unten. Es gibt auch teilweise andere Gegner als normalerweise in der Oberwelt, aber dazu kommen wir, glaube ich, auch noch später. By the way, die Dinger generieren auch einfach so. Das fand ich eh viel cooler irgendwie. Jetzt kann man die einfach, kann man sich überall dahin tippen, falls das irgendwo mal Sinn macht. Vor allem halt auch mit der Amethyst Axe sehr zu empfehlen, weil die hat ja sehr große Reichweite. Das heißt also, wenn ihr irgendwo unten festhängt, könnt ihr euch einfach dahin ballern. Oh Gott, wenn man drankommt, ist das ein fester Block wahrscheinlich. Warte mal.
Ding, und dann ist man hier. Super cool. Ja, das ist ziemlich abgefahren. Man kann natürlich dann auch einen anderen Trank da reinpacken, zum Beispiel Regeneration. Das irgendwie verbinden. Und dann, genau, hat man einen Regenerationstrank oder Spell auf diesem Potion. Das ist schon ziemlich abgefahren. Es gibt übrigens jetzt auch Kirschen. Das heißt also, wenn ihr diese Kirschbäume abbaut, kriegt ihr Kirschen raus, könnt die essen. Kann man auch mit Gold-Ingots, aber halt einfach so zusammencraften übers Combining, dass es zu einer goldenen Cherry wird. Und man kann damit dann einen Villager-Zombie heilen. Also hier spawnen nur Villager-Zombies. Und wenn die geheilt werden, werden sie nicht zu Villagern leider, sondern direkt zu einer Hexe. Und die kann man dann töten. Und Hexen sind quasi so ein bisschen so eine Art Intermediate-Mob, das man halt killen muss für zum Beispiel diesen Bewitched Wand. Oder eben auch für den Cauldron, den man nicht einfach herstellen kann, nicht finden kann, sondern den gibt es nur bei der Witch. Und mit dem Cauldron kann man dann auch in die Void-Dimension. Und da kann man das so ein bisschen abtrennen, dass man halt diesen einen Boss gemacht haben muss. Wahnsinn. Genau, des Weiteren haben wir noch ein paar andere Sachen. Ich habe jetzt hier so ein paar Drops, die kennt ihr vielleicht schon. Schalker Bullet von damals. Der kann halt so geballert werden. Hat einen Cooldown von 5 Ticks, weil das hier tatsächlich kein Schneeball mehr ist oder irgendwas, sondern das ist ein Ender-Ei, was benutzt wird, über einen Advancement-Trigger gecheckt wird, welches Ender-Ei ich drücke, denn ich habe jetzt auch mehrere. Das ist nämlich ein normales, das hier ist ein anderes und die haben jeweils einen eigenen Advancement-Trigger, was eigentlich echt sau cool ist, weil man nichts einstellen muss, sondern einfach sagt, okay, diese Funktion ist der Reward und fertig und dann setze ich einen Cooldown. Das hier ist ein Phantom Wing, der ist momentan noch dafür da, einfach alle Projektile, die auf einen zufliegen, in die eigene Richtung zu schleudern und Schalker-Bullets zu löschen. Also die werden nicht umgelenkt, sondern gekillt. Und das ist so praktisch im Void, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Deswegen sind die momentan noch drin, ihr werdet es mir danken. Genau, das sind so die Sachen. Und des Weiteren habe ich hier noch ein kleines experimentelles Feature, und zwar ein Void-Bundle hinzugefügt. Das heißt, man kann quasi einfach Rechtsklick drücken. Also im Imagine, ihr fallt runter und ihr denkt euch, oh nein, meine Items. Dann könnt ihr vorher noch alles in euren Void-Bundle packen, Void-Bundle hochwerfen, sterben, zurückkommen zu diesem Bundle. Genau, damit kann man dann im Endeffekt seine ganzen Items mitnehmen. Die sind jetzt alle hier drin. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich jetzt Rechtsklick drücke. Ah, man kriegt sie nach und nach alle raus. Oh, ich dachte ganz Crash. Aber wenn ich es aktiviere, dann kriege ich quasi alles wieder raus. Und dann kriege ich wieder mein Void Bundle, was nicht wirklich ein Bundle ist, sondern eine Carrot und a Stick, mit der ich Rechtsklick machen kann, um eben alles aus meinem Inventar reinzuwerfen. Ist vielleicht auch ganz cool, wenn man später das ein oder andere Minigame hier starten möchte oder so und dann schnell mal seine Items weglegen will. Kann man ja mal machen. Ist vielleicht komplett OP. Ich muss mal gucken, ob ich das noch nerven kann. Ich werde es auf jeden Fall noch so machen, dass man vor allem keine Void Bundles in Void Bundles packen kann und keine zwei Void-Bundles im Inventar besitzen darf. Das ist noch so eine Sache, die auf jeden Fall noch geregelt werden muss, weil momentan kann man die unendlich stacken und das ist absolut broken. Genau. Yo, ansonsten Elytren kommen rein. Einweg-Elytren. Ich bin an einem Datapack dran, was hinzuzufügen. Gerade auch jetzt für den Craft-Attack-Start wollte ich das nochmal rechtzeitig irgendwie gezeigt haben. Ist vielleicht ganz cool. Ja, ansonsten Angeln gibt es jetzt noch ein bisschen erweitert, aber ich glaube, dazu mache ich nochmal ein anderes Video. Ja, es gibt wieder so ultra viel. Ich wollte euch einfach mal ein kleines Update geben. Einfach mal mich melden, dass ich hier noch dran arbeite. So viel dran arbeite, dass ich gar nicht alles in ein Video packen kann. Das ist schon mal gute Nachrichten so. Das Projekt ist wieder viel zu groß. Ich werde demnächst eine Test-Ready-Version machen, die ich darauf anpasse, dass sie in diesem Stadium halt ready ist zum Zocken. Werde dann mal gucken, wie das weitergeht. Und mal schauen, wie groß das Projekt hier noch wird. Also ich merke wieder, dass es unendlich riesig wird. Eventuell kann ich aber quasi das Framework geben, als Grundlage alles öffentlich Open Source machen und euch dann machen lassen. Und dann könnt ihr einfach noch Add-ons hinzufügen. Und ich mache auch immer, wenn ich Bock habe, was. Gucken wir mal. Alles klar, dann sehen wir uns beim nächsten Update. Ihr könnt immer auf meinem Discord vorbeischauen. Da poste ich diese ganzen einzelnen Sachen immer mal so schrittweise. Genau dann, wenn ich sie quasi mache. Könnt ihr mal rüber gucken. Also für diese Instant Gratification, Instant News. Geil. Und ansonsten freut es mich ultra, dass ihr dabei gewesen seid. Das ist schon ziemlich interessant hier, seid mal ehrlich, oder? Ich finde es vor allem auch ultra cool, wie diese Inseln von unten aussehen. Es hat irgendwie was. Das ist sehr satisfying. Ja, okay. Tschüss und süß. Wir sehen uns, meine Lieben.